Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Friendly Food, gesundes Essen für zwischendurch oder schnell gemacht. Und als erstes, ich habe mal gehört, man sagt, umso bunter das Essen ist, umso besser. Ja, als Faustregel, das haben wir hier auf jeden Fall umgesetzt, würde ich sagen. Ja, du hast einen besonderen Salat heute mal mitgebracht. Genau. Einen leckeren, bunten Couscous-Salat, wie der Name schon sagt. Es geht hier sehr facettenreich, jetzt gleich zu. Eignet sich wunderbar als Mittagessen oder als Lunch zwischendurch, als Snack. Kann man guten Tag vorher vorbereiten und das dann auch wunderbar mit zur Arbeit nehmen. Also auch das ist super easy mit so einem Couscous-Salat. Ich lese dir jetzt vor, wie das Rezept genau geht, ja, damit auch nichts verkehrt macht. Perfekt. Ja, aus dem Rezeptebuch von Friendly Food, und da heißt es, ein Couscous nach Packungsanweisung zubereiten und Gemüsebrühe unterrühren. Das hast du natürlich schon gemacht. Genau, das habe ich mal vorbereitet, weil den Couscous, den muss man immer noch mal so 10 Minuten mit dem kochenden Wasser quellen lassen. Da kann dann auch direkt die Gemüsebrühe eingerührt werden und innerhalb von 10 Minuten ist der Couscous dann fertig. So, Gurke sowie Tomaten würfeln und Kichererbsen abwaschen und abgießen. Das haben wir, glaube ich, alle schon gemacht. Alles zusammen mit Olivenöl und dem frischen Spinatblatt unter den fertigen Couscous hin. Genau. Dann fangen wir mal an. Ich nehme so eine gute Portion Gurken, wie beim ersten Rezept auch. Die genaue Mengenangabe, die stellen wir euch in den Kommentaren bereit, damit ihr das auch genau nachmachen könnt. Aber bei so einem Salat, der lebt auch von Spontanität, sage ich mal. Das heißt, macht das nach eurem Belieben, nach eurem Hunger und wie viele mitessen sollen. So, den Salat dazu. Du hast aber jetzt Feldsalat genommen. Ne? Richtig. Das sieht nicht aus wie Spinat. Aber richtig. Wenn ich auch kein gelernter Koch bin, das kriege ich, glaube ich, noch hin. Wobei das Schöne am Spinat ist, ja, wenn man den mal frisch kocht, dann ist das ja so, dann machst du so einen Pott voll Spinat. Und am Ende hast du so eine kleine Portion, übrig. Richtig. Ich weiß, das erste Mal Spinat gemacht habe, als ich noch jung bin, habe ich gedacht, ach, was ist das denn? Es bleibt ja gar nichts übrig. Okay, ich helfe dir jetzt. Also vielleicht dazu, Spinat haben wir nicht gekriegt, das eignet sich aber, also ist kein Problem, das könnt ihr genauso gut mit jedem anderen Salatblatt genauso gut machen. In diesem Fall verwenden wir jetzt Feldsalat und die Kichererbsen haben wir schon abgegossen. Das ist mein Lieblingssalat. Und deshalb haben wir den Pferd probiert gleich. Ich wusste das. Ich bin der Vorkoster. Ich hab extra. Ich bin der Vorkoster hier. So, mein Tipp ist immer noch ein bisschen Zitronensaft dazu zu reichen. Ja. Okay. Es gibt immer so ein bisschen Frische mit Salz und Pfeffer abschmecken. Ich habe das zwar schon gewürzt, den Couscous an sich, aber ich tue immer noch mal ein bisschen was rein. Schadet nie. Okay, dann solltest du jetzt anschließend Salz und Pfeffer, Paprikapulver und wer möchte etwas Curry würzen und mit Sesam toppen. So, perfekt. Sogar soweit. Soweit, schon durch. Ich verrühre das jetzt hier. Wie gesagt, man kann das gewürztechnisch nach seinen Vorlieben noch so ein bisschen pimpen. Mit Currypulver oder Paprikapulver, wie der Ferdi schon gesagt hat. Oder es halt ganz klassisch lassen. Und das. Oder frische Gartenkräuter können ergänzt werden. Das lässt sich ja auch jetzt in der Jahreszeit gut machen. So ein Töpfchen mal draußen auf den Balkon stellen mit Gartenkräutern. Ganz simpel und dann kann man ein bisschen was abzupfen und noch drauf tun. Mit Sesam ein bisschen toppen, was viele nicht wissen, Sesam ist eine hervorragende Vitamin C Quelle, also auch wieder gut fürs Immunsystem und dann kann auch schon angerichtet werden oder auch direkt zugeschlagen werden, wie es hier. Du meinst, ich soll probieren, bitte? Ja. Ich bin immer derjenige, der probiert. Okay, dann würde ich mal sagen, ja, soll ich das so jetzt einfach? Ich nehme einfach mal einen Löffel und dann. Man spricht ja nicht mit vollem Mund. Lecker!
Und so schnell geht's halt auch, ne? Also flott gemacht, habt immer was Gesundes dabei und macht auch schön satt. Also viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns bestimmt wieder. Zur nächsten Folge. Richtig.